Dem deutschen Publikum ist Nora Waldstetten vor allem wegen ihrer Rolle als Ermittlerin Hanna Zeiler aus der Krimireihe Die Toten vom Bodensee bekannt. Dabei hat es die gebürtige Österreicherin schon längst ganz nach oben geschafft. Ihre Karriere begann die aus dem ehemaligen österreichischen Adelsgeschlecht der Freiherren von Waldstetten stammende Nora Waldstetten bereits während ihres Schauspielstudiums an der Berliner Universität der Künste. Bereits seit 2004 wirkt die gebürtige Wienerin in zahlreichen Fernseh- und Filmproduktionen mit. Ihr Adelsprädikat benutzte Nora Waldstetten bis Ende 2016. Es folgten Auftritte in Tatort, in denen sie Jan-Josef Liefers Nichte Betty spielte, und in Die Toten vom Bodensee, Die Wiederkehrer. Für ihre Rolle als skrupellose Mörderin in Tatort, Herz aus Eis, wurde Waldstetten 2009 mit dem New Faces Award ausgezeichnet. Durch ihre Rolle in dem preisgekrönten Film Carlos, der Schakal, wurde Nora Waldstetten international bekannt. 2016 stand sie sogar neben einer echten Hollywood-Größe vor der Kamera. In Olivier Assayas Personal Shopper spielte sie neben Kristen Stewart und Lars Eidinger. Gemeinsam mit ihren Schauspielkollegen besuchte sie die internationalen Filmfestspiele von Cannes, bei denen der Film im Wettbewerb vertreten war. Waldstetten und Stewart hatten bereits 2014 für Die Wolken von Sils Maria gemeinsam vor der Kamera gestanden. Es folgten Rollen in den Sky-Serien 8 Tage und The New Pope. Steht Nora Waldstetten mal nicht vor der Kamera, dann nutzt sie ihre Freizeit am liebsten zum Kochen. Im Zeitmagazin hat sie sogar ihre eigene Kolumne zum Thema Kochen. In einem Interview mit dem Blatt sagte sie einst: "Kochen ist für mich wie Meditation." Aufgewachsen ist die Hobbyköchin mit 2 Brüdern und einer Schwester. Bereits seit über 12 Jahren lebt die Schönheit nun schon in der Hauptstadt Berlin. "Berlin ist mein Zuhause, mein Lebensmittelpunkt", sagt Waldstetten über ihre Wahlheimat. Ob sie dort aktuell gemeinsam mit einem festen Freund oder Partner lebt, ist nicht bekannt. Dennoch macht sich die 38-Jährige Gedanken über ihre Familienplanung. "Ich mag Kinder total gerne. Ich selbst habe ja noch keine eigenen Kinder, aber ich hoffe, das wird sich ändern", gestand die Schauspielerin mit Anfang 30 im Interview mit der BZ. Weiter verriet sie: "Mittlerweile sind Kinder für mich ein Thema. Aber andererseits habe ich auch das Gefühl, dass ich noch ein bisschen Zeit habe. Vielleicht in so 2, 3 Jahren",